Ja, ich fange schon mal an, ein bisschen zu plaudern. Ich stelle mich jetzt doch mal vor, mein Name ist Arnulf Christel, ich arbeite für Metaspatial und für mich schließen sich hier gerade so ein paar Kreise. Inspire, Postnas habe ich ursprünglich mal mitgemacht. Die Geoportal-Lösung basiert auf MapBanner, den habe ich mal erfunden. Die OSG habe ich mitgegründet, die Foskis-Konferenz, die erste habe ich mitgemacht und eigentlich alle danach auch. Und irgendwie, ja, ich werde gerade ganz sentimental mit Astrid, ja, mich vorstellen darf. Und ja, Astrid Emde von der Ware Group und Jelte Wurmann von der Norbit, bei der auch Jürgen Fischer arbeitet, den alle hier kennen, weil der Kugelscore-Entwickler ist. Also wir haben hier noch mehr geballte Kompetenz, jetzt mal von der privatwirtschaftlichen Seite. Und Lösungen für den ALKES-Datenimport, Darstellung, Informationsausgabe und Suche. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf den Vortrag. Danke, Arnulf, für die Vorstellung. Ja, herzlich willkommen hier zum letzten Vortrag hier in diesem Morgenblock. Gleich ist ja noch Eröffnungsveranstaltung, da hoffe ich, dass auch noch alle mitkommen. Und wir zwei sind jetzt Vertreter der Postnas-Anwender, des Postnas-Teams quasi, das kann man schon sagen. Wir sind ein starkes Team und hatten uns mit den Postnas-Anwendern vorgenommen, auf der Foskis auch mal die Postnas-Suite vorzustellen. Bisher haben wir immer nur Anwendertreffen gemacht auf der Foskis, schon seit einigen Jahren, aber jetzt haben wir gedacht, das ist auch ein Thema, was man mal ein bisschen breiter vorstellen kann, weil da wirklich sehr viel dahinter steckt. Und wenn Sie mit Katasterdaten zu tun haben, mit ALKES-Daten, um die es heute gehen wird oder in diesem Vortrag gehen wird, dann ist Postnas wahrscheinlich für Sie eine ganz interessante Sache. Der Vortrag heißt Postnas Suite, die wollen wir vorstellen. Ich, Astrid Emde, der Jelte Burmann, wir teilen das so ein bisschen auf. Und wir möchten gerne Lösungen für den ALKES-Datenimport, das stand da ganz am Anfang, die Herausforderung, ALKES-Daten zu importieren, dann für die Darstellung, Informationsausgabe und Suche, dafür Lösungen darzustellen. Da geht es einerseits ums Desktop-GIS und andererseits um Lösungen im Web-GIS. Also es wird spannend und genau, Arnulf hat mich ja schon vorgestellt, von der Ware Group aus Bonn bin ich. Ich bin schon seit den Anfängen von diesem Projekt dabei, bin Postnas Ansprechpartnerin bei der Ware Group und ja, bin gerne bei den Anwendertreffen dabei und engagiere mich da in dem Projekt. Jelte Burmann von der Norbit in Norden. Geschäftsführer haben wir erstmal auf die Folie noch geschrieben, aber du wirst gleich noch zeigen, was ihr alles da bei der Norbit ins Rollen gebracht habt. Ja, schauen wir uns erstmal an, was die Postnas Suite ist. Was steckt eigentlich dahinter? Vielleicht erstmal eine Frage ins Publikum. Wer nutzt alles NAS-Daten? Das ist das ALKES-Ausgabeformat. Vielleicht kurz mal, ja, das ist vielleicht ungefähr die Hälfte der Leute, die hier sitzen. Wer nutzt alles Postnas Suite oder den Konverter? Das sind vielleicht ein Viertel der Leute, die hier sitzen. Und hier im Raum, wer es nicht sieht, sitzen vielleicht so 50, 60 Leute, würde ich mal grob schätzen. Also einige sind hier auch Anwender. Schauen wir erstmal, was Postnas ist. Postnas ist eine Erweiterung für die Open Source GEDAL OGR Bibliothek, um das Vektordatenformat NAS, das ist das Austauschformat, in dem ALKES-Daten abgegeben werden können, um dieses Format in andere Formate zu übertragen. Primär war unser Interesse, die NAS-Daten nach PostgreSQL zu übertragen, aber das ist jetzt nicht das einzige Format, was ich nutzen kann. Ich könnte die auch nach Shape oder nach Oracle oder was auch immer übertragen. Das haben wir mit der OGR-Bibliothek entwickeln lassen. Die bietet für sehr, sehr viele Formate lesenden und schreibenden Zugriff. Wir haben bisher erstmal diesen NAS-Importweg bestritten und entwickeln lassen. Und hier habe ich mal so einen Screenshot gemacht aus der Formatliste vom OGR, von der OGR-Bibliothek. Und da sieht man, taucht hier NAS-ALKES als ein Datenformat auf. Wie ist das Ganze angestoßen worden? Die Idee entstand schon sehr früh. Da ist sicherlich der Frank Jäger auch mit in der Diskussion gewesen, der Arnulf. Wir haben auf diversen Veranstaltungen, das war sicher 2008, 2007, vielleicht sogar noch früher, haben wir darüber diskutiert, dass ja jetzt bald ein neues Abgabeformat kommt, dieses NAS-Format, und dass wir das auch unbedingt irgendwie für uns wieder greifbar machen wollen. Vorher gab es das schon für die Lösungen, für die ALK und für ALB. Ich hoffe, ich habe die Konverter da nochmal richtig notiert. Da ist der Frank Jäger mit EDBS to WKT und der Peter Kordorn, der hat WLDGE to SQL
entwickelt. Und das haben wir damals schon genutzt, um im WebGIS-Daten, Katasterdaten bereitzustellen, zu visualisieren, suchen und Auskunft für die Anwender zur Verfügung zu stellen. Die Workgroup, damals waren wir noch CCGIS, die hat das dann koordiniert und der Arnulf ist ja sehr aktiv in der OSGEO, der hat da mit dem Frank Wormedam Kontakt gehabt und wir haben gedacht, Mensch, das ist eine gute Sache, das direkt in OGR implementieren zu lassen, sodass ja, diese Bibliothek auch in anderen Programmen verwendet werden kann und wir dann ganz breit NAS für verschiedene Projekte zur Verfügung stehen haben. Das wurde finanziert über den Unternehmen, Kreise, Landesverwaltung, die jeder ein bisschen hinzugetan haben zu der Umsetzung. Und wir haben schon früh, das ist jetzt hier der Frank Wormedam, das im GEDAL zur Verfügung stehen gehabt und haben dann in GEDAL 1.7 2009 in der Version hatten wir schon Relationen im Buchwerk, das NBA-Verfahren war damals schon unterstützt worden und die Freigabe des Codes lag dann mit der GEDAL-Version 1.8 vor. Das Ganze war noch nicht fertig. Da kommt jetzt der Jürgen ins Spiel. Ich habe mir mal erlaubt, hier so einen Screenshot zu machen, damit auch alle wissen, wer der Jürgen ist. Der sitzt auch da oben. Der Jürgen Fischer hat die Rolle vom Frank übernommen. Der Vorteil war, der Jürgen ist hier aus Deutschland, der Frank ist aus den USA, hatte dann auch andere Arbeitgeber und war zwar noch greifbar, aber nicht mehr so wie... Also auf jeden Fall ist das mit dem Jürgen eine viel bessere Lösung. Der Jürgen hat es noch weiterentwickelt. Der hat die Oracle-Unterstützung für uns in Zusammenarbeit eingebaut, hat viele Bugs gefixt, würde ich sagen, und kümmert sich jetzt seitdem um die Fortführung und den Code, sobald was im OGR zu tun ist. Der Jürgen hat dann auch ein grafisches Tool gebaut, das heißt Norbit Alkes Import, werden wir gleich noch mehr drüber hören. Das ist eine grafische Benutzeroberfläche, über die wir dann auch Alkes-Daten importieren können und ein Alkes-QGIS-Plugin zur Visualisierung hat er entwickelt. Bundesweit ist PostNAS im Einsatz, sehr viele Aktive, hatte ich schon angesprochen. Und die Ideen entstehen von den Anwendern und werden in verschiedenen Bereichen tauchen Ideen auf. Also einmal fürs WebGIS, fürs DesktopGIS und die Anforderung ist, ich möchte eine schöne Karte sehen und ich möchte eine Suche und Informationsausgabe zur Verfügung stellen. Frank Jäger, der hat es am Anfang, als wir es entwickelt haben, da stand unser Interesse erstmal dabei, dass wir gar keine standardkonforme Darstellung brauchten. Wir wollten vor allen Dingen die Basisdaten visualisieren und wollten Suchen und Informationsausgaben zur Verfügung stellen. Und das war unser erstes Ziel. Und jetzt werden die Anforderungen immer höher und wir sind da immer anspruchsvoller und werden wir gleich sehen, was da noch so alles entwickelt wurde seitdem. Wie sieht so ein Import aus? Das ist jetzt mal so ein OGR-to-OGR-Aufruf, mit dem man hier die Mustermunzeldaten, das sind Daten von Rheinland-Pfalz, wie man die in die Datenbank übertragen kann. Man sieht, mit -F muss man immer angeben, wo die Daten hin sollen beim OGR. Man kann sagen, überspringe es Fehler mit diesem Skip-Failure. Meistens bekomme ich viele NAS-Daten, dann kann ich hier mit Append sagen, füge diese NAS-Datei noch zu den Daten, die sowieso schon sind, hinzu. Und dann muss ich eine Datenbankverbindung angeben und die Projektion angeben. Und mit diesem Befehl könnte ich jetzt meine Daten importieren. Das wird auch noch ganz viel gemacht. Und wir werden aber gleich sehen, dass es jetzt noch viel eleganter geht. Hier nochmal so ein Beispiel, wie so ein NAS-Format aussehen kann. Das ist ein XML-Format mit sehr vielen Verschachtelungen, sehr große Dateien sind das und genau, man kann hier auch per Hand sich da orientieren, aber nach dem Import ist das Ganze viel überschaubarer. Hier sehen wir jetzt mal, was die NAS-Suite alles beinhaltet. Oben geht's los mit GEDAL und dem Import über OGR to OGR. Und genau, und dann sehen wir das, was wir zu Beginn gemacht haben, das war hier dieser Zweig. Wir haben Daten importiert und wir haben dann gemerkt, wenn ich jetzt viele Daten importiere, dann kann es sein, wenn ich die über diesen Befehl, den wir eben gesehen haben, importiere, dass das Datenbankschema gar nicht durch die erste NAS-Datei, die ich importiere, abgebildet wird und dass dann beim zweiten Import dem Import der zweiten Datei womöglich Spalten fehlen und es nicht komplett ist. Und da hat der Frank Jäger vor allen Dingen das Schema zusammengestellt, sodass wir quasi, bevor wir importieren, ein Datenbankschema aufbauen und dann die NAS-Dateien über OGR to OGR
importieren. Norbit hat das Thema dann auch noch weiterentwickelt. Ich war auch da so ein bisschen beteiligt. Und für die WebGIS-Auskunft und für die Auskunft im Desktop-GIS war es noch nötig, dass wir die AlcGIS-Daten dann noch nachprozessieren, dass wir zum Beispiel die Gemeindeflächen bilden aus den Flurstücken oder die Gemarkungen für unsere Suchen oder Infoabfragen noch Views generieren. Und das haben wir über SQLs, dieses Post-Processing durchführen, dann gemacht. Dann sehen wir hier auf der rechten Seite diesen Python-Zweig. Da haben wir Plugins, die wir in QGIS nutzen können. Die sehen wir gleich auch noch. Die Kartendarstellung, den Import, ein WMS können wir generieren. Und wir haben eine Suche. Dreimal Norbit, einmal Kreis Unna, der Marvin Brandt. Das sehen wir gleich auch noch, was der gemacht hat. Wir können über diese AlcGIS-Lösungen, diese Python-Lösungen dann auch Map-Dateien exportieren, also eine UMN-Map-Datei generieren. Wir können eine ABK-Lite ausspielen. Das sind die Kolleginnen vom Oberbergischen Kreis recht aktiv und können dadurch Kartendienste für den Map-Server generieren. Und das hier unten, dieser Bereich, da bin ich vor allen Dingen beteiligt. Wir können die Kartendienste dann im AppBender laden und dann über Suchen und Informationsausgabe dann Daten bereitstellen. Wir haben eine PostNAS.org-Seite, da werden diese Komponenten auch nochmal genauer beschrieben. Jeder kann sich da gerne einlesen. Und die Importskripte, die stehen auch bei uns auf der PostNAS-Seite. Also über PostNAS.org kommt man dahin oder hier über dieses track.where.com. Schauen wir uns jetzt mal an, was ich vorliegen habe. Wenn ich so eine XML-Datei importiert habe über OGR to OGR, bekomme ich ein Datenbankschema mit ganz vielen Tabellen, in denen dann meine Daten vorliegen. Hier zum Beispiel die AX-Flurstücke. Wenn ich da mal reinschaue, sehe ich hier Zähler, Nenner. Ich habe meine Geometrie, mein Flurstückskennzeichen. Und so habe ich auch die Gebäude und alle anderen Daten, die im AlcGIS-Datenmodell vorliegen. Die Daten könnte ich dann ganz einfach hier über QGIS laden. Vielleicht reicht mir das schon aus. Wenn ich nur Flurstücke und Gebäude brauche, dann bin ich vielleicht an dieser Stelle schon glücklich. Ich könnte aber auch die Map-Datei nehmen, die wir generiert haben in diesem PostNAS-Suite-Projekt, könnte daraus ein WMS machen für AlcGIS oder ArcGIS-Daten. Ich kann das Ganze im MapBender integrieren und habe dann Auskunftsskripte. Ich habe eine Infoabfrage, die wir hier sehen. Ich habe Flurstücksnachweis, Bestandsnachweis, Lagebezeichnung, Gebäudenachweis, Grundbuch und Personeninformationen zu diesen Bereichen. Das ist jetzt so ein MapBender 2, den wir hier sehen. Wir haben genau hier die Eigentümerauskunft, Gebäudeauskunft. Wir haben die Navigation, hier zum Beispiel mit dem Eigentümer, wo ich mir Informationen ausgeben lassen kann. Und in MapBender 3 haben wir das jetzt alles umgezogen, was der Frank Jäger gemacht hat, und haben hier mal so eine Demo in MapBender 3. Da können wir über den Search Router auch Suchen bereitstellen, auch für Flurstücke, Eigentümer, Adressen. Die werden dann hier markiert in der Karte und wir können auch die Auskunftsskripte integrieren. Der Armin Retterath hat für ArcGIS mit einem Kollegen zusammen einen Kartendienst zur Verfügung gestellt. Der ist in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Und wenn ich jetzt OGR to OGR nicht direkt auf der Kommandozeile nutzen möchte oder nicht mit dem Import-Tool, dann kann ich im QuantumGIS auch einfach so eine NRS-Datei auswählen und kann die auch so laden und mich hier entscheiden, welches Thema mich interessiert und die Daten auch direkt im QGIS laden, dann vielleicht als Shape speichern oder in andere Formate übertragen. Jetzt kommen wir zum Jelto und einer Live-Vorführung. Der Jelto Burmann hat mit Norbit eine grafische Oberfläche, das AlcGIS Import Tool generiert, mit dem wir die Daten importieren können. Das sehen wir gleich. Wir haben ein QGIS Plugin, mit dem wir dann die Daten visualisieren können. Und hier übergebe ich an dich. Okay, ich habe nur diese eine Folie und dann ein bisschen live. Und die Idee war, dass wir für unsere ungefähr 100 Kunden eine Nachfolge für ALK gebraucht haben und dann auch angefangen sind, das Thema AlcGIS anzufassen, und unsere Kunden sind das anders gewohnt wie die Kunden, die bei der Wehr Group waren. Unsere Kunden sind klickibunti gewohnt. Das heißt mit anderen Worten, das musste wirklich alles schön so sein, dass man es als normaler Anwender einigermaßen vernünftig unter die Hüte kriegt. So, und
Das Zweite, was auftauchte, das war genau, als wir das Thema anfangen, dass die ersten Erfahrungen mit den NAS-Daten waren und dass dann plötzlich die Straßennamen immer weniger wurden in den Karten. Was daran liegt, dass in dem ALKIS-Format eben halt es Objekte gibt, die über Darstellungsregeln eingeführt werden müssen und die nicht mit der Geometrie verknüpft sind. Das heißt, mit einem anderen Straßenname, der kommt in den Daten nicht vor, es sei denn, man weiß, dass eine Straße einen Namen haben muss und dass man sich den irgendwo aus den Attributen von der Straße rausholen muss. So, und deshalb sind wir irgendwann dahin gekommen, oder vielmehr der Jürgen ist gekommen, und hat gesagt, wir nehmen das, was das GEDAL produziert, und dann machen wir ein Post-Processing und da gibt es 3 Tabellen und das ist das, was angezeigt wird. Und das ist schlicht und ergreifend komplett doppelt. Das ist, also das sind in der Datenbank, bei uns sind die Datenbanken, die der OGR-Umsetzer gibt, also AX, AX Flurstück und AX Gebäude und all die Geschichten und zusätzlich noch diese 3 Tabellen, in denen die Daten drin sind, die man zum Anzeigen braucht. Und das Zweite, das war eben halt für uns historisch, dass es dazu noch einen Satz Tabellen gibt, die das ALB aufbereiten, sodass man damit im Prinzip eine Flurstücksauskunft befeuern kann. Und dann haben wir das Ganze eingepackt in eine GUI, und wenn man das OSGOVW installiert und da sich das QGIS holt, dann gibt es da irgendwo, ich glaube, unter Desktop auch einen Norgis ICIS Import, und wenn man den einhakt, dann kommt all das mit, was man braucht, und das gucken wir uns gleich an, und dann kommt eine grafische Oberfläche, mit der man NAS-Daten importieren kann, ohne sich jedes Mal zu merken, welche Flags man da irgendwie setzen kann in der Kommandozeile. So, und dann haben wir dazu ein QGIS-Plugin erzeugt, das eben halt in der Lage ist, per Knopfdruck alle die Layer, die man für ICIS braucht, entsprechend der Vorgaben der GeoInfoDoc entsprechend in QGIS anzuzeigen. Und das Gleiche wird auch mit einem Map-File erzeugt. Und es gibt eine einfache Eigentümerabfrage und eine einfache Flurstücksuche. Mittlerweile hat der Kollege Marvin Brandt vom Kreis Unna was Schickes Neues. Und da müssen wir mal gucken, ob wir das verheiraten, ob es da was Eigenes gibt. Das ist noch unterwegs. Mittlerweile hat Kollege Jäger auch seine Skripte so umgestellt, dass sie in dieser Umgebung integriert sind, weil das kommunale Rechenzentrum unsere Lösung für die ganzen QGIS-Arbeitsplätze einsetzt. Und wir haben, weil wir von der Tradition her aus der AutoCAD-Welt kommen, auch noch für unsere AutoCAD-Kunden eine Schnittstelle, sodass man mit AutoCAD auch die entsprechenden ALKIS-Daten sich verschaffen kann. So, jetzt muss ich das hier mal im Zoom machen. Und dann habe ich als erstes mal, wir gucken uns erstes mal an, dass wir das Import-Tool, das hätte ich natürlich auch schon aufhaben können, aber andersrum, es ist ja auch spannender, wenn man sieht, dass es dann da so wäre. Und dann klicke ich das an und dann ist das die Oberfläche. Und da wird hier auf der einen Seite wo ist denn hier der Pinsel? Wo drücke ich denn da drauf? Hier, das rückt. Okay, ja, gut. Da wird die Datenbank eingetragen und dann haben wir noch ein paar Parameter. Und dann gibt es, dann kann man entweder ein ganzes Verzeichnis oder die ganzen Dateien einzeln auflisten und dann drückt man Starten und dann geht das los. Und wenn das dann fertig ist, dann kann man, ja, das ist jetzt blöd, wir wollen das jetzt gar nicht haben, wir wollen eine neue Datei haben, dann kann man hier im QGIS-Repository auch wieder das Norgis ICIS-Plugin sich runterladen, und wenn man das hat, dann hat man hier diesen zusätzlichen Baum, da kann man hier wieder die Datenbank eintragen. Und dann kann man hier reingehen und sagen, Layer einbinden, und dann sagt er Rödel, 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 Rödel. Und wenn ich dann hier drauf drücke, dann habe ich ICIS-Daten. Das sieht man jetzt ein bisschen schlechter, wir müssen ein bisschen reinzoomen dann. Und Sie sehen, da sind hier auch schon überall diese ganzen Signaturen mit drin. Das ist nicht einfach so eine lieblose Karte, sondern hier sind die ganzen
Präsentationsobjekte wie Straßen und Kindergartenzeichen und sowas drin. Und wenn ich hier auf diesen schönen Knopf drücke, wo I dran steht, dann kann ich da drauf drücken und dann weiß das auch, wem es gehört. Und diese Präsentationstabellen ist eigentlich auch richtig schick schnell, wenn wir das mal rausnehmen. Ich lade jetzt mal Folgendes auf. In Hamburg gibt es die EIKES-Daten als Open Data, das komplette, der komplette Datensatz für die Freie und Hansestadt Hamburg. Und ich habe die jetzt umgesetzt, das hat ungefähr 6 oder 7 Stunden auf meinem Notebook gedauert. Wenn jemand Esri-Kunde ist oder wie heißen diese da, da gibt es also Leute, die deutlich länger brauchen können für so einen Datensatz. Wenn ich jetzt sage, dann drücke ich hier drauf und lade mein Kugis-Projekt, wo die Hamburg-Daten drin sind. So, jetzt Start. Komplettes Datenmodell Hamburg. So. Ich habe nur das Rad. Auf einem Notebook. Und ich kann vielleicht so eine kleine Anekdote am Rand. Ich war letztes Jahr war ich bei der niedersächsischen Katasterbehörde und da war an dem Vormittag der Kollege aus Hamburg, der vorgestellt hat, warum da jetzt Open Data. Und dann war der aber leider schon weg und ich kam dann nachmittags und als ich das sah, habe ich das vorbereitet. Und dann habe ich also bei den hochoffiziellen Mitarbeitern der niedersächsischen Katasterbehörde ein wirkliches Raunen durch den Raum gehen sehen. Weil das sind die so nicht gewohnt. Okay, also, das ist sozusagen, das ist so die Message. Es sieht gut aus, es ist komfortabel zu benutzen und es ist schnell. Und dann, letzter Punkt, ich habe ein AutoCAD, aber das wollte ich natürlich nicht. Ich will ja nicht, dass Sie das... Ich muss jetzt eben einmal Datei schließen. So mit, wenn man so alt ist wie ich, dann muss man da genau hingucken, damit man das hinkriegt. So, und jetzt machen wir eine neue Datei auf. So ist das bei uns. Wir behalten eigentlich in der Regel die Sachen. Na, wo bist du jetzt? Na, ist eigentlich auch egal. Die öffnen. So, so leeres Blatt. Und ich muss eben wissen, wo ich hin will. Dann sage ich, gut, okay, nehmen wir mal die Rilke-Westhof-Straße. Dann habe ich da irgendwie so ein bisschen, dass ich weiß. Und dann kann ich hier draufklicken und sagen, jawohl, hier will ich AutoCAD. Das ist jetzt FDWG, das findet in AutoCAD statt. Und, na, jetzt habe ich ein bisschen groß gezogen. Und jetzt zieht er sich die Daten aus der Datenbank, macht eine DWG draus und dann habe ich die da. Und Sie sehen, das ist genau der gleiche Spiel. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir da noch mit Info draufdrücken können auf so ein Flurstück. Und dann weiß das auch, wem es gehört. Das heißt, da haben wir Funktionalität, die jemandem mit AutoCAD die Möglichkeit geben, auch so zu arbeiten. Und es gibt doch in den Bauämtern und so Leute, die, für die ist Kugis überhaupt keine Alternative, weil sie mit einem Hochbaumodul arbeiten müssen oder weil sie irgendwas benutzen, wozu man ein AutoCAD besser benutzen kann als ein Kugis. Und dann braucht man denen kein zusätzliches Werkzeug geben, sondern die können dann tatsächlich unsere Module nehmen, die man dann auch für kleines Geld erwerben kann, die in dem AutoCAD-Umfeld laufen. Und das ist eigentlich das, was ich Ihnen kurz zeigen wollte. Und dann wollte Astrid, glaube ich, noch ein bisschen weiterreden. Ja, ich bin wieder. So, Ctrl-L, bitteschön. Gut. Ja, das Raunen habe ich, glaube ich, auch hier eben gehört. Wir haben noch ein paar Minuten und ich möchte jetzt noch von Marvin Brandt, also zurück wieder ins Desktop gehen. Ich möchte noch mal von Marvin Brandt eine Entwicklung vorstellen. Ein Kugis-Plugin hat er entwickelt, schon seit einiger Zeit, was Suchen auf den EIKES-Daten ermöglicht. Vom Kreis Unna ist der Marvin Brandt und der hat mit einer Adresssuche begonnen, eine Flurstücksuche begonnen und hat jetzt sein Plugin erweitert. Adresssuche, Eigentümersuche und Flurstücksuche sind möglich.
Eine deutliche Performance-Steigerung hat dann sein Plugin erwirkt, indem er vorprozessierte PostgreSQL-Volltextsuche einsetzt, also eine Spalte vom Typ Full-Text-Search, also oder T-Search angelegt hat und über Full-Text-Search jetzt auf den Daten sucht. Sehr beeindruckend, sehr schnell, sicherlich auch mit den Hamburg-Daten wäre das sehr schnell. Er hat eine Zugriffssteuerung anhand von Benutzernamen eingebaut, sodass man einen eingeschränkten Zugriff auf die Alkes-Daten ermöglichen kann. Wir wollen ja nicht, dass jeder die Eigentümerdaten zum Beispiel abfragen kann. Und das ist jetzt hier im Desktop-GIS mit dieser Lösung möglich. Er hat auch noch Pläne. Das Plugin wird jetzt nochmal neu auf GitHub zur Verfügung gestellt und steht dann auch im Plugin-Repository zur Verfügung. Und bis dahin sollen noch ein paar Entwicklungen einfließen. Protokollierung der Zugriffe, der Eigentümerdaten, Unterscheidung der Darstellung für Normaleigentum, Erbbaurecht sowie anteilige Flussstücke und Informationen zur Eigentumsart, Eigentumsanteil und so weiter. Also das sind jetzt hier weitere Sachen, die bei der Eigentümersuche noch hinzukommen werden. Schauen wir uns das mal an. Hier ein paar Screenshots. Wir haben jetzt hier unten noch so ein Suchfenster auf der linken Seite unter dem Ebenenbaum. Da kann ich jetzt einfach einen Text eingeben, Bahnhofstraße 6 in diesem Fall, und sehe dann in verschiedenen Gemeinden oder Ortschaften, wo es diese Bahnhofstraße 6 gibt. Ich kann dann dorthin navigieren und sehe diesen Punkt dann in der Karte gehighlightet. Das kann ich auch für Eigentümer durchführen. Wenn ich jetzt einen Namen eingebe, werde ich hier den Max Mustermann finden, sehe dann alle Flurstücke, die diesem Eigentümer gehören. Ich zoome auf den Extent dieser Flurstücke. Ich kann mich direkt orientieren, in welchem Bereich hat denn dieser Eigentümer seine Flurstücke und kann dann auch zu jedem einzelnen Flurstück hinspringen. Es gibt den Fall, dass es historische ungenaue und historische genaue Flurstücke gibt. Wenn ich jetzt ein ganz normales Flurstück habe, dann sehe ich hier den Umriss. Historisch ungenaue Flurstücke, da ist die Lage nicht ganz bekannt. Da haben wir jetzt hier dann womöglich so ein Rechteck, so ein Bereich, in dem sich dieses Flurstück befindet. Und bei der Suche sehe ich das auch immer an dem Treffer, um welche Art an Flurstück es sich handelt. Ja, ob das ein ungenaues historisches Flurstück ist oder ein genaues. Hier sehen wir ein historisches Flurstück, was genau ist. Und da ist die Geometrie jetzt wirklich so gewesen. Ja, wen das interessiert, der kann über das Plugin-Repository sich dieses Plugin in QGIS laden. Die Volltextsuche muss erst angestoßen werden, wenn ich die Daten importiert habe in die Datenbank. Dann kann ich bei der ersten Nutzung von diesem Plugin den Volltextindex erstellen. Das geht hier über das Kontextmenü. Der wird einmal aufgebaut, da wird eine zusätzliche Spalte angelegt in der Datenbank, der dann später gesucht wird und schon hat man das Plugin integriert. Zugriffssteuerung haben wir hier nochmal eine Ansicht. Ich kann jetzt hier Windows-Benutzer in dieser Maske anlegen. Diese Maske darf nicht jeder editieren, aber da kann ich bestimmen, wer ist Admin, wer darf die Eigentümersuche sehen, wer nicht. Und entsprechend erscheint die Suche dann oder arbeitet die Suche bei dem einen anders als bei dem anderen. Gut, danke an Marvin Brandt nochmal für dieses tolle Plugin, was sicherlich sehr zum Einsatz kommen wird. Ich glaube, 1000 Downloads gibt es bisher schon für dieses Plugin. Ich weiß nicht, Alkes Auskunft gibt sicher noch ein paar tausend mehr. Ich weiß nicht, wollte ich noch nachgucken, aber habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Wer jetzt Lust gekriegt hat, mit PostNAS Suite zu arbeiten, Daten zu importieren, der kann auf unserer Webseite auch vom PostNAS-Projekt sich Testdaten herunterladen und das Ganze einmal ausprobieren. Wir haben hier für verschiedene Bundesländer Testdaten gesammelt. Und wer dann noch mehr Lust bekommt, da auch tiefer mit einzusteigen, wir machen Anwendertreffen auf jeder FOSGIS. Wir machen halbjährlich Anwendertreffen und treffen uns da mit ungefähr 20 Leuten, diskutieren einen ganzen Tag über die nächsten Ziele, die wir so vorhaben. Und da habe ich jetzt hier mal die Agenda vom letzten Treffen, das war im April in Unja, aufgeführt. Da sieht man, das Ganze ist noch nicht komplett umgesetzt. Wir haben noch Wünsche, wir wollen auch die Performance verbessern. Wir haben an der kartografischen Darstellung vielleicht noch Fragen offen oder das hat der Norbert Depphoff auf diesem Treffen vorgestellt, der ist von der Stadt Münster. Die vom OBK haben die amtliche Basiskarte, die in NRW bald aktuell vorliegen sollte, als Thema, das wir angehen wollen. Und ja, da wurde einen ganzen Tag lang diskutiert. Das Protokoll findet sich auch bei uns im Wiki. Und auf der FOSGIS gab es auch ein Treffen. Da wurde
von Peter Corduan so einen Vorschlag vorgestellt, wie ein vollständiges Datenmodell für PostNAS umgesetzt werden kann, weil teilweise Daten nicht korrekt übertragen werden. Dann hatten wir die QGIS-Plugin-Vorstellung und hatten mit 20 Leuten eine rege Diskussion nach dem Treffen und vor dem Treffen und hatten ja auf jeden Fall ein gutes Anwendertreffen, auch hier auf der FOSGIS. Ich habe noch eine Folie reingenommen. Es kam der Vorwurf, das Treffen hier auf der FOSGIS war vielleicht ein bisschen technisch. Wir haben auch hier in Rapperswil beispielsweise in so einem Laubengang hatten wir ein sehr schönes Treffen. Das ist auch, eigentlich sind die Treffen auch immer sehr kurzweilig und sehr nett und man hat viel zu diskutieren. Und deshalb habe ich hier diese Folie auch nochmal reingenommen. Das nächste Treffen wird in Münster sein, Anfang Dezember. Der Ort steht noch nicht ganz, das Datum steht noch nicht ganz fest, der Ort schon. Wir werden das über die Mailingliste noch verbreiten. Wer Lust hat zu kommen, ist herzlich eingeladen. Und ja, wenn Sie noch genauere Informationen nachlesen wollen, auf postnas.org finden Sie die Informationen und melden Sie sich an der Mailingliste an. Da kriegen Sie einfach auch alles mit, was wir diskutieren oder können im Archiv auch schauen, was bisher so diskutiert wurde. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht sieht man sich beim nächsten PostNAS Anwendertreffen. Ja, erst nochmal vielen Dank an Jelto Burmann und Astrid Emde. Das war ein sehr schöner Vortrag. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal hören würde, wer Lust bekommt auf Alkes und PostNAS. Das finde ich, super. Also, gibt es Fragen? Anmerkungen? Ja, bitte. Zwei Fragen, wenn ich darf. Einmal zur GeoInfoDoc-konformen Darstellung. Da sind ja wirklich einige Gemeinheiten eingebaut, zum Beispiel, dass man die Randlinie von Flurstücken quasi zerhacken und nur teilweise darstellen darf, weil sie teilweise von anderen linearen Präsentationsobjekten überlagert werden, eine strichierte Flurstücksgrenze zum Beispiel. Ähnliches gibt es bei Gebäuden oder mit übergeordneten Grenzen, die dann untergeordnete, die drunter liegen, zufällig ausblenden. Ist sowas komplett umgesetzt? Die eine Frage und das zweite war, Sie haben gesagt, es wird aufbereitet in der Datenbank in drei Tabellen für die schnelle Präsentation. Was sind das für drei Tabellen? Ich wiederhole mal kurz die Frage noch. Also erste Frage war GeoInfoDoc, die Zeichenvorschrift ist ein bisschen kompliziert, wie wir das in Deutschland gerne machen, mit strichlierten Linien in Flurstücken, die anders dargestellt werden, wenn sie eine bestimmte und so weiter. Das kann sehr komplex werden, ob denn das so abgebildet ist. Und die andere Frage war die drei Tabellen, in denen das ist, was das für welche sind. Ja, bitte. Die eigentlich vier sind. Okay, Jürgen, da kommt mein Kollege Jürgen Fischer, hallo. Der weiß das am besten. Also es gibt vier Tabellen für die Punkte, Linien, Flächen und Beschriftung. Ja. Und die werden deswegen generiert, weil dort halt dann zum Beispiel sowas wie eine strittige Grenze auf dem Flussstück halt extra dargestellt ist. Ja. Also da werden die Geometrien vorgeneriert, die man zum Darstellen braucht. Also auch solche Fälle mit Überlagerungen? Ja genau, also die politischen Grenzen zum Beispiel, die sind so organisiert. Wir haben jetzt aber auch noch gerade eine neue Optionen eingebaut, dass man nur immer die höherwertigste Grenze bekommt, überhaupt. Wird auch hin und wieder nachgefragt, dass man die anderen gar nicht erst hat. Und dieses schnelle Beispiel Hamburg, das hat man auch auf diese vier Tabellen. Ja, genau. Das schnelle Beispiel Hamburg, was mich übrigens echt beeindruckt hat, ich finde es total geil, damit müsste man so einen kleinen Roadshow machen in Deutschland. auch das ist nur diese vier Tabellen, war jetzt die Antwort. Ja, genau. Ja. Okay, weitere Fragen? Ja, bitte. Ja, auch zum schnellen Beispiel Hamburg. Da sagten Sie, dass das frei verfügbar wäre. Natürlich ohne die Eigner-Daten. Also Eigentümer das natürlich nicht. Das war die Frage. Also nur die Geometrien, aber nicht die Eigner. Ja. Die Frage war. Sind schon noch Flurstücksattribute drin, aber keine Eigner. Die Frage war, ob die Open Data in Hamburg auch ALB-Daten enthalten, also Flurstückseigner. Die sind natürlich so direkt nicht dabei, aber die Geometrien und Zeichenforschung, alles, was dabei gehört, das ist alles dabei. Es ist übrigens ein gutes Beispiel, wer das, ne? Andere Länder dürfen das gerne auch machen. Weitere Fragen? Gut, ich höre die Magen knurren. Eine Ansage habe ich noch zu machen, und zwar, wo findet unser Abschlusstreffen statt?
es wurde nicht rausgefunden. Wir treffen uns einfach vom Audimax allesamt und wenn das nicht stimmt, dann weiß da bestimmt jemand, wo es hingeht. Also 13 Uhr, Audimax. Das ist doch eine gute Antwort. Dankeschön.